Ja, wie sagt Hannibal von dem E-Team mit der Zigarre so schön? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und das trifft auch auf uns jetzt zu, denn wir holen gerade unseren neuen Wohnwagen ab. Aber der Reihe nach. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass wir unseren Hobby Premium spontan verkauft haben. Wer das Video nicht kennt, ich verlinke es euch gerne nochmal hier oben. Und da hatten wir ja schon gesagt, wir wollen ein 22er Modell vom Händler holen und keinen bestellen, weil bestellen heißt, wir kriegen erst nächstes Jahr. Wir können also nicht in Winterferien fahren. Deswegen 22er Modell. Und jetzt ist es sogar so, wir haben heute Freitag, es gibt bei uns heute Ferien, die Kinder sind also noch in der Schule. Und heute Abend kommen wir nach Hause mit dem neuen Wohnwagen, morgen wieder eingeräumt und am Sonntag fahren wir an die Nordsee nach Holland in Herbstferienurlaub. Also alles wirklich perfekt gelaufen. Wir hatten jetzt einen Händler gefunden, der den Wohnwagen hatte, wie wir ihn wollten. Ihr dürft ja gerne mal in die Kommentare jetzt gerade raten, was wir kriegen, weil ihr seht es ja nachher auch. Der hatte quasi einen Wohnwagen gehabt, so wie wir ihn uns vorgestellt haben. Sogar noch mit etwas mehr Ausstattung, die wir gar nicht brauchen. Aber das seht ihr nachher auch, was er alles mehr hat, was wir nicht unbedingt gewollt haben. Aber wir probieren es einfach mal aus. Wir haben uns aber auch noch ein paar Sachen anbauen lassen. Aber darauf gehen wir auch noch ein. Das seht ihr natürlich alles. Also wir nehmen euch gerne mit bei der Abholung heute. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Thüringen. Das sind von uns aus ungefähr 82 Kilometer. Heute Mittag sind wir da. Und dann melden wir uns natürlich wieder. Bis gleich. Ja, hier sind wir jetzt bei Camping Grabe in Mühlhausen. Und zwar hier hinter uns seht ihr schon jede Menge Wohnwagen stehen. Auch Kabe-Wohnwagen haben die hier, Detlefs. Da wisst ihr schon ungefähr, auf was es rauslaufen könnte. Hier ist dann das Schild. Haben hier so einen schönen Teich vorne dran. Und haben hier einige Wohnwagen stehen. Und wir gehen jetzt rein, melden uns mal an und schauen wir mal, dass wir unseren Wohnwagen mal zu Gesicht bekommen. Ja, so, wir haben unseren neuen Wohnwagen schon mal in Augenschein genommen. Ich drehe mich gerade mal rum. Der Kabe ist es nicht, das ist nämlich schon ein Tandemachse, sondern der hier nebenan ist es. Ich zeige euch den mal ganz kurz jetzt. So, und zwar für alle, das ist ein Detlefs Nomad 520 ELT. Der hat mir auf der Messe schon sehr gut gefallen und auch in dem Silber mit dem Glattblech und den Rahmenfenstern finde ich den wirklich totschick. Er hat natürlich ein paar Sachen, die jetzt wir nicht gebraucht hätten zwingend. Zum Beispiel dieser hohe Bugaufsatz hier oben auf der anderen Seite. Gucken wir mal gerade, ist noch diese Dachreling zu sehen. Die hat er ja auch auf der Messe gehabt. Hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, hatte der natürlich aber gehabt. Von daher ist das halt so, wie es war. Wir haben jetzt noch ein Fahrradträger nachrüsten lassen natürlich, dass wir unsere Fahrräder unterbringen. Diese Trittstufe, die ihr seht, habe ich nachrüsten lassen. Die finde ich auch sehr, sehr praktisch. Da brauchst du keinen Tritt mehr. Die Markise hier oben war schon dran. Da ist also die Dachreling quasi entfallen. Da ist dann die Trittstufe dran. Und hat natürlich die großen Abstützfüße, hat das 90er Jahre Paket dabei mit einigem an Sonderausstattungen. Ja, hier hinten seht ihr schon das Heckfenster von dem Heckbad und dann werfen wir mal einen kleinen Blick rein. Eine extra Roomtour und sowas machen wir natürlich noch nach dem Urlaub, das ist ja klar. Wir gucken mal, die Nicole ist schon drinne. So, hier seht ihr schon ein Detail, was er hat, was wir nicht unbedingt haben wollten, ist ein Backofen. Das ist halt hier drin jetzt. So, wie gesagt, Campingcenter Grabe hier hat es möglich gemacht, dass wir auch noch eine Klimaanlage eingebaut bekommen haben. Wir haben uns jetzt diesmal für eine Truma entschieden, weil wir haben hier auch eine Kombi 6e verbaut und da fanden wir Truma ganz gut. Wir haben hier vorne die Einzelbetten, hier die Sitzfläche, hier ist schon unser Geschenk, Winterabdeckung für den Kühlschrank. Nur mal so eine ganz kurze Runde. Die Küche ist sehr groß, was uns gut gefällt und vor allen Dingen das Heckbad mit Dusche, Waschbecken und Toilette. Ja, das war jetzt mal so eine erste kleine Roomtour. Natürlich nehmen wir euch noch mal mit. Wir fahren jetzt hier erstmal in Urlaub, können auch alles mal schön testen, wie das ist, auch ob wir im Grundriss zufrieden sind und zurechtkommen. Er hat zumindest schon mal eine schöne offene Blickachse. Ihr seht das hier ganz gut. Das hat mir schon auf der Messe gut gefallen. Klar, die Sitzgruppe und der Tisch ist nicht so ganz groß, also für vier Personen. Das müssen wir mal testen, aber ich glaube, es funktioniert. Und ganz im Ernst, wir sitzen hier nur im Winter groß oder im Herbst, wenn es mal draußen richtig kalt ist, sitzen wir hier und frühstücken. Ansonsten findet ja Camping immer draußen statt. Von daher hat uns das jetzt nicht groß gestört.
Und dann werden wir mal sehen, wie so die ersten Tage verlaufen und wir melden uns. Ich mache aber gleich auch noch ein paar Videos, wenn wir mal einen Mover, wir haben auch einen Mover anbauen lassen übrigens. Wir haben uns für den Truma Smart A entschieden, also nicht den XT. Wir haben mal die, ich sag mal, einfachere Version genommen. Und da werden wir gleich mal Mover, nehme ich auch nochmal mit. Nur, dass ihr es schon mal gesehen habt. Wie von Geisterhand. Ja, wir sind jetzt die ersten 120 Kilometer gefahren. Wir machen eine kurze Pause, weil Luna muss mal raus. Und ihr seht, Nicole hat die Mütze auf, beziehungsweise die Kapuze. Es regnet hier. Der Wohnwagen hier sieht richtig gut aus am Auto. Und er läuft auch wirklich super hinterher. Nachher, wenn wir zu Hause sind, melden wir uns nochmal. Aber bis jetzt top. Er läuft wirklich sehr gut. Aber das machen die neuen Wohnwagen ja fast alle, muss man dazu sagen. Bis später. Ja, wir sind um 8:30 nach Hause gekommen, haben den Wohnwagen hier ans Haus gestellt. Ihr hört vielleicht den Regen aufs Dach prasseln. Es ist natürlich nicht so schönes Wetter hier, deswegen machen wir auch heute, es ist ja auch schon zu spät, nichts mehr. Ich habe nur gesagt, ich mache nochmal ein kurzes Video. So als zum Ende hin hier in der Couch schön, die mal auszutesten. Wir sitzen also wirklich hervorragend hier. Denn es haben ja aufgrund des Videos vom Verkauf des Hobby Premium viele geschrieben, was sie glauben, was wir uns holen. Und da möchte ich euch einfach mal so in unsere Gedanken mitnehmen, wie es jetzt zu der Entscheidung zu diesem Wagen kam oder gegen andere Wagen. Ja, bei Hobby Fendt gab es jetzt keinen Grundriss, der uns vom Hocker gehauen hat. Außer den wir schon hatten, Einzelbetten-Usitzgruppe oder in die Tandem-Achserschiene wollten wir aber nicht. Deshalb ist es dann kein Hobby Fendt geworden. Wir fanden auch am Schluss die Idee ganz gut mit Glattblech, mit dem Silber sieht auch sehr schick aus, um mit Rahmenfenster mal zu probieren, fand ich auch sehr schick. Dieser Wagen hat auch eine Kombi 6E Heizung standardmäßig an Bord, finde ich auch mal ganz toll, das auszuprobieren, finde ich auch eine super Sache. Ja, dann ging es Richtung Karbe, Polar, auch schöne Wagen, keine Frage, innen drin sind mir die aber oder meiner Frau zu dunkel. Und eine alte Heizung brauchen wir eigentlich nicht. Im Winter ist das sehr schick, das ist keine Frage. Wir brauchen sie aber eigentlich nicht. Deshalb auch kein Beduin Skandinavia. Ja, und dann noch zum Thema Atria, haben ja auch einige geschrieben. Atria war jetzt vom Grundriss auch nicht so was dabei, was uns jetzt vom Hocker gerissen hat. Und wir haben hier in der Nähe auch keinen Händler, das ist ja auch immer ein wichtiges Thema. Deswegen haben wir uns dann auch, ich sage mal, Anführungsstrichen gegen Atria entschieden oder eigentlich eher für das Modell. Nicht jetzt für den Nomad speziell, sondern eher für den Grundriss, den fanden wir ganz schick. Einzelbetten, Heckbad und die Sitzgruppe, wobei klar, die fällt natürlich klein aus. Wir glauben schon, dass das hier funktioniert. Aber ansonsten der Grundriss, auch mit der Option der Rahmenfenster. Die Verarbeitung hier ist sehr gut gemacht insgesamt. Der hat eine sehr gute Ausstattung schon gehabt mit Markise und allem drum und dran. Der Rest konnte man ja alles nachrüsten. Aber wie gesagt, eine große Roomtour machen wir natürlich noch. Wir fahren jetzt erstmal in Urlaub, testen ihn mal aus. Dann können wir bei der Roomtour natürlich auch ein bisschen näher berichten. Ja, ich hoffe, euch hat das Video jetzt zur Abholung von unserem Wohnwagen gefallen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie unser Urlaub verläuft. Wir freuen uns sehr drauf. Und lasst mir gerne mal einen Kommentar da zum neuen Wohnwagen, was ihr sagt. Ansonsten, wie immer, ich freue mich für ein Like fürs Video und auch für ein Abo meines Kanals. Macht's gut, bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.